Darf ich auch noch eine kurze Bemerkung machen? Ich wäre als letzter dran gekommen mit Wendling in Ulm. Streichen wir jetzt auch. Ich glaube, sowohl bei diesem Punkt Abbruchkosten als auch NBS können wir nachher eigentlich direkt mit in die Diskussion einsteigen. Ich glaube, die paar Sätze, die wir dazu sagen würden, die können wir dann nachher auch in der Diskussion von uns geben, um den Gang der Dinge nicht aufzuhalten. Außerdem möchte ich nochmal sehen oder Ihnen nochmal eigentlich deutlich machen. Ich glaube, Sie haben gemerkt, dass sich die drei WP-Gesellschaften die Sache nicht einfach gemacht haben. Sie haben gemerkt, wir haben sehr unterschiedliche Auffassungen. Sie haben auch gemerkt, wir hatten unterschiedliche Schwerpunkte. Aber wir sind, und das war der wesentliche Punkt, wir sind gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, die ich Ihnen vorhin in der Gesamtschau dargestellt habe. Und ich glaube, das ist das, was hängen bleiben sollte. Und darüber sollten wir nachher diskutieren. Danke. Ja, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir nachher diskutieren, vielleicht anhand dieser Seite 19. Nicht also die Gesamtfinanzierung als Einstieg. Ja, natürlich, aber die kommen ja alle, nicht wahr? Das sind ja auch die Punkte, nicht wahr? Vor allem diese Einsparpotenziale aus Markt- und Vergabeanalyse, die Preiskorrektur für Grundstücke und Einsparpotenziale aus Markt- und Vergabeanalyse, da sind ja alle offenen Fragen drin enthalten. Natürlich müssen wir auch noch mal darüber reden, inwieweit die Mehrkostenberechnung, nicht wahr? Wir landen ja bei der Kostenaufstellung von Herrn Kretschmann bei über 6 Milliarden. Ich war, dass wir das noch einmal diskutieren, nicht wahr? Wie das begründet wird und inwieweit man davon ausgehen muss oder nicht. Wobei Sie dann nochmal darstellen müssen, nicht wahr, die Risiken, die in Ihrer Berechnung vorhanden sind. Echt. Gut, also jetzt, bitte, Frau Gönner. Zur Geschäftsordnung und anschließend an das, was heute Morgen aufgeworfen wurde, sagen, der Herr Professor Lechler würde heute Nachmittag um 15.30 Uhr kommen und den Längsschnitt der Mineralquellen mitbringen und kann auch erläutern. Und ich habe hier ausgedruckt die Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums zur Frage der Mineralquellen und wie dort entsprechend eingeräumt worden ist, sodass die Frage, die heute Morgen aufkam, ob die entsprechenden Unterlagen vorgelegt werden oder nicht, heute Nachmittag entsprechend vorgelegt werden konnten. Das wollte ich einfach nur jetzt gleich sagen, damit bekannt ist. Morgen. Ja, ich würde auch sagen, dass, also das ist ja dieser Längsschnitt da, nicht wahr? Und wer kommt da? Der Professor Lechler, der letzte Woche auch da war. Ah, der auch da war. Genau. Okay, gut. Dann unterbrechen wir jetzt unsere Beratung, es ist 2 Uhr. Wir treffen uns wieder um 14:30 Uhr. Herr Wölfle? Also wir haben ja umfangreiche Fragenkatalog vorbereitet gehabt für die Wirtschaftsprüfer. Da haben Sie gestern Abend zu Recht gesagt, die sind viele jetzt fürs Publikum nicht verständlich, weil fachspezifisch formuliert. Deswegen haben wir uns die Mühe gemacht und haben die etwas eingedampft auf die wesentlichen Kernfragen und die auch noch verständlich formuliert. Das wäre ein Weg, dass man nach dem vorgehen könnte. Ich bin damit auch einverstanden, das können wir tun. Nicht, weil in den Fragen, ich habe es ja auch gelesen, kommen sagen wir, die kritischen Punkte zur Sprache und dann kommen wir ja anhand der einzelnen Fragen, ich war so auch möglicherweise zu weiterführenden Antworten. Wir können so verfahren. Okay. Den Fragenkatalog kriegen wir noch oder tragen Sie den immer vor? Da ist er schon, okay. Ich habe ihn auch schon. Ja, dann fangen wir an. Also Fragenliste zur Wirtschaftlichkeit von Stuttgart 21. Frage 1. Soll ich die vorlesen oder tragen Sie die vor, die Fragen? Achso, da oben. Einverstanden. Ja, okay, jetzt kommt es. Ja. Was denn jetzt? Also, Frage 1. Wie viele Szenarien, was, Sensitivitätsrechnungen, liegen der Kostenschätzung, was ist das, Herr Wölfle, eine Sensitivitätsrechnung, sehr wohl sei. Das ist eine Variantenrechnung, da ändern Sie ein paar Bestimmungsfaktoren, ändern Sie einfach den Wert. Das,
Was machen Sie? Sie rechnen eine Variante. Sie haben einen Hauptfall. Sie haben definiert eine Kostenrechnung. Jetzt sagen Sie, ich ändere mal 1, 2, 3 wesentliche Bestimmungsfaktoren. Also Variable werden diskutiert. Ja, Variable ist aber auch ein Fremdwort. Deswegen. Ja, warum Sensitivrechnung? Aber gut, das heißt wirklich so. Hält uns auf. Ja, das, okay. Sensitiv. Also jetzt kann man die Frage erörtern. Wie viel haben Sie Rechnungen? Aber die Frage nicht übergehen und mal gleich zur nächsten kommen. Wir haben ja das Problem, dass wir jetzt durch den Bericht natürlich manche Frage auch so halb selber beantworten können, aber es ist ja schon auch wichtig, das öffentlich zu besprechen. Es liest nicht jeder den PwC-Bericht. Ich habe das so verstanden, die Wirtschaftsprüfer haben gesagt, sie haben eine einwertige Rechnung. Das klang nach einer, nicht nach Sensitivität. Darf ich kurz korrigieren? Es ist kein PwC-Bericht, es sind 3 Gutachter. Ja, nein, weil es nur vorne draufsteht. Also oben steht. Die wird ganz oben. Ganz oben. Also mit Verlaub gesagt, ich kann jetzt den Sinn der Frage 2 auch gar nicht begreifen. Wie ordnet sich der Kostenwert von 4 Milliarden Euro in diese Rechnungen ein? Ja. Das war das, was der, ich glaube, Herr Schäfer war es, mit seinem Kreuzchen angedeutet hat. Der mittlere Fall wäre, wenn man eben Chancen und Risiken ausgewogen gewichtet. Und er hatte das Kreuz nach links angesetzt. Dann nehmen wir doch die Sache auf Seite 19 vom Wirtschaftsprüfungsbericht, nicht wahr? Und da sind ja die Varianten aufgezählt. Da haben wir auf der einen Seite, nicht wahr, die Bauplaner, nicht wahr? Dann haben wir die Deutsche Bahn und dann haben wir die Märkische Revision. Dann kann ja die Frage beantwortet werden mit den 4 Milliarden. Aus dem Kosten... Nee. Ja. Also ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, wenn wir jetzt hier gehen. Die dritte Frage, basiert die Ermittlung der Kosten durchgängig auf dem Kostenwertekatalog der DB AG bis zu welcher Ebene und welche Leistungsphasen nach HOAI, das ist offenbar die Honorarordnung für die Architekten, werden der Wertermittlung zugrunde gelegt. Auch noch Ebene 1 bis 3. Ja, wo sind denn die Ebenen? Welche Ebenen denn? Das ist ganz wichtig. Verstehen Sie, wir müssen eine Substanz haben für die Diskussion. Ja, nur mal zum Verständnis. Es interessiert auch weniger, nicht wahr, nach welchen Schemata da vorgegangen wird, sondern wie sind die Ergebnisse? Nee. Sie wollen doch die Frage, wir müssen doch die Frage erörtern. Hat sich die Bahn jetzt verkalkuliert, entweder absichtlich oder unabsichtlich, nicht wahr, indem sie jetzt optimistisch geschätzt 4,088 Milliarden Euro zugrunde legt für den Bahnhof und kann der selbstgesteckte Finanzierungsrahmen bis zu 4,5 Milliarden XY Euro voraussichtlich eingehalten werden oder wird er nicht erreicht und welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein, damit er nicht überschritten wird. Und da wollten Sie ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem mal die einzelnen Kostenpunkte abprüfen, also was die Tunnel kosten und so weiter und so fort. Ja. Das sind ja diese Fragen, die hier unter, also einmal die Einsparpotenziale werden ja hier eine große Rolle spielen und dann eben auch die wirkliche Kostenberechnung. Ich habe, verstehen Sie, ich bin sehr dafür, dass wir alles lösen, aber das sind so vereinzelte Fragen, die Sie hier vorlegen. Die Frage 4, wie ändert sich der Kostenwert, wenn die Bauzeit um 3 oder 5 Jahre verlängert wird? Ja, das hat der Herr Käfer auch schon beantwortet. Allerdings hat er 2 Jahre genommen und 4 Jahre. Jetzt sollen wir gucken, nicht wahr, wie irgendwann muss man den Fragenkatalog erstellen, dann kam zeitgleich der Bericht und das ist keine triviale Frage, weil hat ja dieser Trichter gezeigt, die Folie, die an der Wand war. Je nachdem, welche Leistungsphase wir haben und in welcher Dichte und Intensität der Kennwertekatalog angelegt wird, kann ein Kenner sehen, ob da, sagen wir mal, in der Massenbildung, also in der Dichte der Planung mutmaßlich
alles berücksichtigt wurde. Wenn zum Beispiel der Prüfer sagt, ja, wir haben in einzelnen Abschnitten noch Leistungsphase 1, 2 angenommen, dann ist das eine andere Aussage als zum Beispiel durchgängig 3, 4. Ja, das konnten wir, jetzt wissen wir es. Also das, so können wir nicht diskutieren, verstehen Sie? So können Sie diskutieren, wenn Sie, ich weiß nicht, mit Herrn Hickmann oder mit Herrn Bitzer diskutieren, da können Sie auf der Ebene das alles miteinander durchdiskutieren, aber doch nicht hier in der Schlichtung. Da ist eine Frage, also ich will bloß mal darauf aufmerksam machen, dass es nicht richtig funktioniert. Ich weiß, es ist alles sehr schwierig, aber trotzdem muss es ja nicht sein. Also zum Beispiel... Jetzt kommt es ja weiter. Also was soll denn das? Herr Geisler, wir können, weil es kompliziert ist, sind wir aber in der Lage, diese Fragen auch im Prozess zu stellen. Und wir können uns gerne jetzt mit dieser Folie 19, also dass wir die auflegen und anhand derer das Thema Risiken, Chancen und das Thema Einheitspreise und ein paar andere, die uns eben einfach noch da zwingend aufgefallen sind. Und wir werden im Fortlaufenden immer wieder auf diese Fragen, die wir da noch haben, werden wir die stellen. Aber dass wir diese Folie mit diesen Gesamtkosten und den Abschmelzungen... Okay. Ja. Also dann wenden wir uns jetzt mal der Kostenkalkulation zu. Ist das der erste Bereich, Herr Conradi? Die Wirtschaftsprüfer haben gesagt, ich hätte aber gerne die Folie 19, wenn das ging. Okay. Die Wirtschaftsprüfer haben gesagt, die Bahn habe die Einheitspreise, die vorher die beauftragten Fachleute, also die Ingenieurbüros, angesetzt haben. Und das hat ja auch Herr Dr. Käfer ausgeführt, die Bahn habe die auf einen bestimmten Wert gebracht. Weil sie denken, mit größeren Mengen kriegen sie bessere Preise und, und. Wir hatten bei dem Gespräch mit den Wirtschaftsprüfern gesagt, wir hätten gerne, ja, gut, wissen wir auch, das ist die Sache. So, und wir haben jetzt hier eine Grafik, die beginnt bei der Kostenschätzung. Da ist die Bandbreite noch ziemlich groß. Dann kommt die Kostenberechnung. Das kommt auf der Seite 55. Ja, ist doch wunderbar. Kann man das nicht lassen, so groß. Jetzt kann ich es wieder nicht lesen. Ja, so. Und das vielleicht ein bisschen raufrücken. Wunderbar. Toll. Also, bei der Kostenschätzung ist die Bandbreite noch ziemlich groß. Bei der Kostenberechnung wird sie kleiner, weil man dann schon im Entwurf ist. Und noch mal kleiner wird sie bei der Ausführungsplanung, wenn der Kostenanschlag kommt. Und nun war eine von unseren Fragen... Werden bei den Kostenanschlägen in den Einheitspreisen, die die Bahn da hat, andere Bauprojekte, die abgerechnet worden sind, einbezogen? Ich sage es mal am Beispiel. Wenn ich einen Kindergarten in Auftrag kriege, dann gucke ich nach und dann gibt es Leute, die sowas an Kosten sahen. Die Kindergärten der letzten 3, 4 Jahre in Baden-Württemberg haben pro Kubikmeter so und so viel gekostet. Und dann kann ich sagen, meinem Bauherrn sagen, also es geht zwischen so und so viel und so und so viel. Sie haben jede Menge Tunnel. Die sind in sehr unterschiedlichen geologischen Formationen, aber einige sind sehr teuer geworden. Und nun nehme ich mal einfach den Tunnel, den Sie haben, Nürnberg-Ingolstadt. Da haben Sie für den Kubikmeter, für 2,8 Mio Kubikmeter Rohbauvolumen einen Streckenkilometer im Freien mit 15 Millionen den Tunnelkubikmeter mit 770 Euro berechnet. Das ist abgerechnet. Und nun ist meine Frage, sind Ihre Berechnungen, die Sie hier einschieben, sind die gesichert im Vergleich zu solchen, die Sie abgerechnet haben? Das heißt, haben Sie Einheitspreise, die Sie, so wie bei meinem Kindergarten oder was immer, die Sie belegen können, belastbar belegen können? Für Stuttgart, die Neubaustrecke Wendingen-Ulm, würde das, was Nürnberg-Ingolstadt gekostet hat, zu 5, etwas Millionen Entschuldigung, 5, etwas Milliarden Euro, nicht D-Mark, Euro. Ja, da haben wir ja manchmal auch Streit, führen. Und deswegen möchte ich jetzt wissen, auf welche gebauten Projekte beziehen Sie Ihre Zahlen und haben die Wirtschaftsprüfer da auch danach gefragt? Denn wenn schon Ihre Einheitspreise willkürlich sind, die Sie am Anfang setzen, dann sind auch die Einsparungen alles andere, was dann hinterher kommt, willkürlich.
Aber wir wollten ja jetzt die Kosten der Tunnels hier mit dem Bahnhof 21, S21 behandeln, nicht eine Neubaustrecke auf der Alb. Gut, wir das haben ja auch 2x33, wir haben ja auch 2x33 Kilometer richtig. Tunnel unter schwerem richtig. Gelände. Also unter erheblich erschwerten ja. geologischen Bedingungen. Die können nicht billiger sein als andere Tunnel, die Sie gemacht haben. Richtig, aber wir wollten die Neubaustrecke ja nachher behandeln. Wir rennen die Tunnel hier bei S21. Oder Tunnel, richtig, ja. Schön, also die Frage also, ist ja klar, nicht? Ja. Also Antwort Nummer 1. Und wir müssen den Wirtschaftsprüfer fragen, ob sie das gemacht haben. Ja. Nicht, ob ihre, die Preise pro Tunnelkilometer halt auch im Vergleich zu anderen Tunnelkilometern berechnet worden sind. Ja. Darf ich darauf antworten, Herr Geißler? Natürlich. Wir hatten vorhin schon ausgeführt in unserer Präsentation, dass uns die Bahn mehrere Tunnel vorgelegt hat, dass wir aber nicht die Zusammenstellung der Kosten, die in diesen Projekten zu diesen Grundpreisen geführt haben, dass wir die nicht mehr aufgrund der Zeit plausibilisieren konnten. Wir haben nur festgestellt, dass diese Werte, die diesen Tunneln, die uns zugrunde gelegt wurden, dass die mit dem, was wir als Durchschnitt für den Filtertunnel zum Beispiel errechnet haben, dass dieses mit dem vergleichbar ist und dass es innerhalb des sogenannten Kennwertekatalogs des Eisenbahnbundesamtes liegt. Diese Kennwertekataloge müssen ja zugrunde gelegt werden, da gibt es bestimmte Faktoren und danach berechnet das Eisenbahnbundesamt zum Beispiel, ob die Kosten plausibel sind oder nicht plausibel sind. Und mehr konnten wir auch nicht tun. Das heißt, wir konnten nicht über diesen Schritt hinausgehen. Ja, vielen Dank. Darf ich? Herr Rockenbau. Nur ganz kurze Frage. Ist es der gleiche Kennwertkatalog, mit dem die Projekte dann hinterher immer 60% teurer werden? Kann ich nicht beantworten. Darf ich antworten, Herr Geißler? Ja, natürlich. Also zunächst zu Ihrer Eingangsfrage, Herr Conradi. Die Einheitspreise, die wir angesetzt haben, waren nicht willkürlich, sondern bezogen sich auf erzielte Vergabepreise der Jahre 2008 und 2009, beziehungsweise auf Rahmenverträge, die wir mit bestimmten Lieferanten in bestimmten Gewerken haben. Das heißt also, das sind keine willkürlichen Preise, sondern das sind abgesicherte Preise. Der zweite Punkt ist Vergleich der Tunnelbaukosten. Ja, wir haben Vergleiche gemacht. Sie haben vorhin gefragt, mit welchen Projekten. Und wir haben unter anderem mit dem Projekt Nürnberg in Ingolstadt München verglichen, kommen aber dort zu komplett anderen Ergebnissen als Herr Viereck. Ich kann auch ausführen, warum das so ist. Wir haben darüber hinaus verglichen mit dem Katzenbergtunnel. Wir haben darüber hinaus verglichen mit zwei weiteren Tunneln aus dem Projekt der VDE 82, also Vereinigungsprojekte Deutsche Einheit, für diejenigen, die das nicht so genau wissen, wo ebenfalls Tunnelbauwerke erstellt worden sind. Und wir haben final verglichen mit dem Kostenkennwertekatalog des Eisenbahnbundesamtes, den Sie möglicherweise auch kennen. Für denjenigen, der nichts damit anzufangen weiß, zur Erläuterung, im Kostenkennwertekatalog des Eisenbahnbundesamtes werden Richtwerte herausgegeben, wie der Tunnel pro Meter zu veranschlagen ist, insbesondere unter der Voraussetzung beispielsweise druckhaften Gebirges, unter der Voraussetzung Karst, unter der Voraussetzung Wassereinbruch. Und da gibt es unterschiedliche Multiplikatoren, die dort angegeben werden. Und anhand dieser Multiplikatoren können Sie hochrechnen auf diesem Basiswert, was der Meter Tunnel dort kosten soll. Das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben es auch den Wirtschaftsprüfern vorgelegt. Und ich akzeptiere durchaus die Aussage, dass es halt aufgrund der Zeit dann auch nicht mehr nachgeprüft werden konnte von deren Seite. Aber gemacht haben wir es und vorgelegt haben wir es auch. Und jetzt würde ich gern Herrn Wittke noch mal kurz das Wort erteilen, der gerade zu den Tunneln hier noch mal ein paar Ausführungen machen möchte. Ja, bitteschön. Ja, ich würde ganz gerne dazu als einleitend das Chart 5 von Herrn Viereck-Grössler haben, wenn Sie das kurz zeigen können. Das macht, glaube ich, einleitend deutlich, was ich hier gern sagen möchte. Die Tunnelkosten sind von verschiedenen, vielleicht darf ich das eben einleitend sagen, von verschiedenen Faktoren abhängig. Vom Baugrund, das ist hier schon gesagt worden, von den Grundwasserverhältnissen, das ist auch schon gesagt worden, von der Überlagerungshöhe und von der Spannweite. Wie breit ist der Tunnel? Also das ist die Folie, nicht? Das, ja, diese da. Ja. Es hängt also ab von den Faktoren Baugrund,
Ich vereinfache das ein bisschen notwendigerweise. Ja, ja. Baugrund, Grundwasser, also Wasserdrücke und Überlagerung und Querschnittsgestaltung. Ein Unterschied, ob ich einen zweigleisigen Tunnel der Neubaustrecke Nürnberg-Ingolstadt mit einem eingleisigen Tunnel des Stuttgarter Projekts vergleiche. Das kann man nicht vergleichen. Und es ist auch nicht zulässig, meine ich, die Tunnel so einfach in Kubikmeter umbauten Raum zu kalkulieren. Wir kalkulieren normalerweise in Kosten pro laufenden Meter Tunnel. Das sagt uns mehr als Tunnelbau, diese Zahl. So, jetzt komme ich mal dazu, um das deutlich zu machen. Herr Fierk hat hier hingelegt, dargestellt, 200 Euro pro Kubikmeter pro Tunnel bis zu 800. Das ist ein Faktor von 4 in den Tunnelkosten. Dann hat er verglichen Tunnel in München, die liegen üblicherweise im Lockergestein, und ganz rechts Tunnel in Berlin, im Sand, unter Grundwasser. Und dazwischen steht dann Katzenbechtunnel, auch andere Geologie. Das ist die Spannweite und das ist überhaupt keine Vergleichsbasis, was hier an der Tafel steht, bin ich der Meinung. So kann man das gar nicht machen. Ja, aber es kann doch nicht zu einem realistischen Preis führen. Wie soll das denn gehen? Und das Zweite, wenn ich mal sage, ich bin seinerzeit vor 30 Jahren bei der Wendeschleife und beim Hasenbechtunnel dabei gewesen. Ich habe das mal umgerechnet in den laufenden Meter Tunnelpreis, weil mir das mehr sagt. Da komme ich auf 65.000 Euro pro laufenden Meter Tunnelkosten. Das ist eine astronomische Zahl. Das hat das nie gekostet. Man, da muss also irgendwie etwas anderes hineinspielen, was ich nicht erkenne. Das kann ich aber ausführen, weil hier nämlich in den Kosten nicht differenziert wird zwischen den Gesamtkosten des Projektes inklusive Bahnhöfe, inklusive allem anderen und den tatsächlichen Tunnelrohbaukosten. Und die Annahme, Herr Fierek, die Sie in anderen Untersuchungen getroffen haben, nämlich dass 88% der Projektkosten dann für den Tunnel beispielsweise zur Verfügung stehen, die ist schlichtweg falsch. Weil wir nämlich beispielsweise bei der zweiten Stammstrecke, wo Sie eine solche Annahme treffen, eben nicht 88% Rohbaukosten für den Tunnel haben, sondern in der Größenordnung 25-30%. Und dadurch kommen solche astronomische Werte. Also heißt hier, Stammstrecke? Die zweite Stammstrecke in München ist ein geplanter Tunnel, den Herr Fierk in einer anderen Studie zu Rate gezogen hat, um einen Vergleich zu machen. Um einen Vergleich zu machen und die Stuttgarter Baukosten zu plausibilisieren. Und meine Ausführung ist ganz eindeutig. Solange man sich bei den Gesamtprojektkosten nicht auf die tatsächlichen Rohbaukosten des Tunnels beschränkt und dort dann tatsächlich 1:1 Vergleiche macht, solange werden diese Vergleiche hier völlig ins Leere laufen. Darf ich trotzdem fortfahren? Ich wusste das nicht. Mir war das merkwürdig. Wenn man natürlich den Bahnhof gleich in den Tunnel mit hineinrechnet, wie das offensichtlich hier gestehen ist, die Haltestelle Schwarzstraße, seine 27 Meter tiefe Baugrube mit Bohrfallwand und einem Pipapo, anschließend einen Bahnhof hineingebaut, das hat mit einem Tunnelbau überhaupt nichts zu tun. Die Kosten kann man einfach da nicht reinrechnen. Wenn man die tatsächlichen Kosten, das nämlich wird aussehen, die tatsächlichen Kosten ermittelt, wird man irgendwo landen bei 20.000 Euro pro laufenden Meter. Dann mal eine Frage stellen, ich war bei so dieser, das haben wir ja das Bild da. Also die Bahnhöfe, die oberhalb der schwarzen Finanzlinie liegen, die sind alle schon gebaut. Ja. Die sind alle gebaut. Ja. Und sind die von den Kosten her richtig? Nein, sie sind falsch. Sie sind falsch. Herr Dr. Klasse. Alle falsch. Ja, wir haben also Beispiel. Danach würde der Tunnel, ist ja egal, alles unterschiedliche Tunnel. Aber ich will wenigstens wissen, ob die Bahnhöfe, der Hasenbergtunnel, Mosach, Adlertunnel bei Basel und so weiter und so fort, die einen landen bei 450, die anderen bei 800, ist das richtig dargestellt? Nein. Ja, das kann man aber doch wissen. Wahrscheinlich sind doch fertig. Ja, und ja, kann man. Aber dann muss man das richtig darstellen, dann kann man das vergleichen. Aber Sie wissen, dass das falsch ist. Ja, da darf mal der Fierek. Was willst du sagen? Um das zu präzisieren, es ist nicht der laufende Meter-Tunnelpreis, der dort oder angegeben ist, oder Kubikmeterpreis, für den reinen Tunnel. Da steckt etwas anderes drin, was ich nicht weiß. Welcher Tunnel? Entschuldigung, das kann man jetzt doch mal klarlegen. Da wird ja oberhalb der Linie sind ja Tunnels schon gebaut worden. Ja. Und da weiß man doch, was die gekostet haben, was der Kilometer Tunnel gekostet hat. Ja. Also gut, aber Sie sagen, das stimmt alles nicht. Ja. Stimmt nicht. Also für diese beiden Tunnel. Wer macht's?
Ja. Ja, bitteschön. Also das stimmt natürlich schon. Also natürlich haben wir das gemacht. Das war ja die Hauptaufgabe, das wieder auf praktisch auseinander zu dividieren, was da genau Rohbaukosten sind. Die Rohbaukosten, die sind bei zum Beispiel städtischen U-Bahnen im Bereich von gut 60%. Und bei Projekten, die mehr aus Strecken bestehen, sind sie höher. Die sind dann etwa bei 75%. Was Prozent? 70% von der Gesamtbausumme sind Rohbaukosten. Aber da ist dann anteilig auch schon, und bei diesen 80%, das ist dann wieder was ganz anderes, bei den 88%, da sind auch schon die Planungskosten für den Tunnel und die technische Ausrüstung, die tunnelrelevant ist. Ja, das ist also die 88% ist nochmal eine ganz andere Zahl. Wir haben die Folie. Da ist von Prozentsätzen nicht die Rede, sondern da steht, der Tunnelbahnhof Berlin Hauptbahnhof hat 800 Euro pro Kubikmeter gekostet. Mhm. Und das ist natürlich, immer nur Rohbau. Und jetzt fragte Herr Wittke, er war ja bei dem Schwabstraßentunnel, Hausenbergtunnel dabei. Da ist es jetzt so, weil das sind zwei sehr alte Projekte, die jetzt inzwischen schon über 35, 37 Jahre her sind. Das ist eine sehr aufwendige Arbeit gewesen, das auf den heutigen Preisstand umzurechnen. Das sind aus damaliger Sicht natürlich viel, viel kleinere Preise. Also da hat die Inflation schon eine Vermehrfachung der Preise ergeben. Ich habe was anderes gefragt. Woher haben Sie denn die Preise? Die Preise sind von einem sehr ausführlichen Fachartikel, jetzt beispielsweise bei diesen zwei Tunnels in Stuttgart, Hasenbergtunnel und Wendeschleife Schwabstraße. Und da war es dann meine Aufgabe als Wirtschaftler, diese ganz alten D-Mark-Beträge aus Anfang der 70er Jahre auf heutige Euro-Beträge umzurechnen. Und da haben wir nicht irgendwelche Straßenbaupreise genommen, sondern wir haben uns an der Preisentwicklung der U-Bahn in München orientiert. Wir haben in München 80 Kilometer U-Bahn über 40 Jahre kontinuierlich gebaut, alles in ähnlicher Geologie, und das ist eigentlich die beste Grundlage, um hier über Jahrzehnte Preise hochzurechnen. Also gut, jetzt haben Sie, ich muss das jetzt einfach, das mache ich mal selber. Sie haben jetzt unterhalb der Linie, müssen auf die Tunnel gehen, nicht wahr, um die es jetzt geht, das ist der Filtertunnel, das ist der Bahnhof Stuttgart, nicht? Das soll ja auch ein Tunnel sein. Und bleiben wir mal den beiden. Filtertunnel obere Hälfte, Filtertunnel untere Hälfte. Da kommen Sie auf 250 Euro und beim hinteren auf, 570 Euro. Nicht? Mhm. So, die haben Sie jetzt in den Preisen eingeordnet. Und jetzt sagen Sie, ein vergleichbarer Tunnel wäre zum Beispiel der Adertunnel in Basel. Der ist mit der Tunnelbohrmaschine gebaut worden. Und der Filtertunnel soll auch mit der Tunnelbohrmaschine gebaut werden. Ja, das steht noch nicht fest. Was? Das steht noch nicht fest. Da gibt es wohl unterschiedliche Überlegungen. Entweder gebaut. Oder. Also das ist den Baufirmen freigestellt, was sie da bauen. Okay, also, schön. Jetzt, wenn das einen Sinn haben soll, dann müssen Sie doch sagen, also bei dem Adlertunnel in Basel, da steht fest, dass der 470 Euro gekostet hat. Das Gestein, nicht wahr, das da durchbohrt werden musste, das ist ungefähr dasselbe wie beim Filtertunnel. Infolgedessen müsste, sagen wir mal, der Preis auch für den Filtertunnel, obere oder untere Hälfte, dasselbe sein. Allerdings im Anhydrit dann vielleicht teurer, was beim Adertunnel bei Basel nicht anfiel. Sie müssen den Sinn dieser Folie mal erklären. Also wir haben versucht, damit man anfangen kann. Ja, also wir haben versucht praktisch ähnliche Tunnels. Es gibt nie denselben Tunnel. Da muss man ihn erst bauen. Dann hat man ihn. Ja, das ist wahr. Aber ähnliche Tunnels, und auch der Adlertunnel in Basel war stückweise im Anhydrit. Ist dann übrigens noch vor Inbetriebnahme musste dann schon saniert werden, weil dann doch die Gebirgsdrücke unterschätzt wurden. Da hat es also schon auch gewisse Vorkehrungen gegeben, und deswegen ist der eben schon deutlich teurer als andere Tunnels. Geisler, vielleicht sollte man erklären, was ist der Sinn dieser Folie? Genau, der Sinn dieser Folie will ich gerade erklären. Wie kamen wir dazu, den Herrn Viereck zu fragen, gibt es denn eine vergleichbare Möglichkeit, wie wir bewerten können, ob die Zahlen der Bahn für dieses Projekt Stuttgart 21 im Vergleich zu anderen Projekten realistisch sind.
Das war die Herausforderung, die wir dem Herrn Viereck gestellt haben. Dann hat er gesagt, das kann ich versuchen, indem ich mit abgerechneten Projekten dieses auf diesen Kubikmeter umrechne. Das hat er jetzt gemacht. So, und jetzt hat der Herr Käfer, es kann sein, dass die Berechnung nicht auf jeden Fall in dem gleichen Schemata wie Sie das für sich machen gemacht hat, können wir aber auch weglegen jetzt diese Folie, weil die Aussage war von den Wirtschaftsprüfern, dass die Bahn Ihnen Daten vorgelegt hat, also Preise vorgelegt hat von abgerechneten Tunnelprojekten. Jetzt konnten Sie nicht nachprüfen, ob die Preise realistisch waren oder nicht. Aber sie entsprechen ungefähr diesem, ja, gibt es auch ein Amt oder irgendein, habe ich jetzt schon vergessen. Kennwertekatalog des Eisenbahnbundesamtes. Ja, okay, diesen Katalog. Ja, also das Eisenbahnbundesamt, habe ich gelernt, wird immer wichtiger. Ist auch eine berechtigte Frage, nicht wahr? Warum wir jetzt hier die Debatte führen, hängt ja damit zusammen, dass der Herr Käfer, nicht wahr, das ist seine Deutungshoheit, sagt, diese vergleichbaren Preise, nicht wahr, vom Tunnel XY, die gehören zum Geschäftsgeheimnis der Bahn. So ungefähr, nicht? Und deswegen können wir also die Zahlen selber nicht nennen, aber die Wirtschaftsprüfer, denen hat die Bahn Zahlen genannt von vergleichbaren Tunnels. So, nicht? Zum Beispiel im Vergleich zum Filtertunnel. So, und jetzt brauchen wir ja an sich nur, das ist der Sinn der Sache, deswegen haben wir die Wirtschaftsprüfer gebeten. Wir können sie jetzt fragen, ist das, was die Bahn berechnet hat, pro Tunnelkilometer, Tunnelkilometer jetzt beim Filtertunnel meinetwegen, was er uns nicht sagen kann und darf und will, tut es halt nicht. Aber jedenfalls können wir ja die Frage stellen an den Wirtschaftsprüfer, ist es plausibel, was die da berechnet haben? Jawohl. Das heißt, der Tunnelkilometer für den Filtertunnel, ist der plausibel berechnet? Wir können zwar nicht feststellen, ob die richtigen Kosten, ich war für die anderen Tunnel richtig abgeschrieben haben, aber das können wir jetzt mal davon ausgehen, wenn wir von einem Druckfehler mal absehen, nicht? Auf jeden Fall, es ist plausibel. Das ist richtig, das können wir bestätigen, Herr Geißler. Also. Es ist an dieser Stelle so, wie Herr Dr. Käfer gesagt hat, die Grundlage ist pro Meter Rohbau Tunnel. Ist die Grundlage gewesen und wir haben diese Preise, die uns vorgelegt wurden und die wir zurückgerechnet haben, haben wir verglichen mit diesen Faktoren aus diesem Kennwertkatalog des Eisenbahnbundesamtes und in diesem Eisenbahnbundesamt sind die Faktoren mit geologischen Hintergrund hinterlegt und wir haben das auch wieder gespiegelt mit diesem Preis, also die Geologie hier zugrunde gelegt, die für den Filtertunnel gilt, umgeschaut, ob das mit dem Kennwertekatalog in Übereinstimmung steht und es liegt innerhalb der Abweichung, die Abweichung kann bis zu 0,1 oder 0,15 sein und innerhalb dieser Abweichung liegt das Ergebnis. Optimistisch oder konservativ? Optimistisch. Optimistisch. Gut, also das wäre das, was man vielleicht kritisieren könnte, aber sonst haben wir die Frage jetzt doch beantwortet. Eine Nachfrage vom Herrn Hickmann dazu. Aber ja, okay, wenn es okay ist. Herr Hickmann. Also die DB ist ja so vorgegangen, wenn ich es recht verstanden habe, dass die Berechnungen der Fachplaner transformiert wurden in Einheitspreise, damit das Ganze für Sie einfacher handelbar ist. Und da schreiben Sie jetzt auf Seite 36, bei laufender Nummer 84, wenn Sie vielleicht mal dorthin blättern. Beschreiben Sie diesen Prozess für die Planfeststellungsabschnitte 1.2 und 1.6, das heißt Filteraufstiegstunnel und Wangener Tunnel, die in der schwierigen Geologie liegen. Und da ist ausgeführt, dass die Fachplaner zunächst fast das Doppelte der Kosten angesetzt haben im Vergleich zu anderen Tunneln und dass das nach unten korrigiert wurde, sodass es jetzt nur noch 12% über dem Durchschnitt der Tunnel liegt. Das heißt, fast eine Halbierung der Kostenansätze gegenüber dem, was die Fachplaner angesetzt haben. Können Sie uns freundlicherweise mal sagen, wo Sie im Moment... Laufende Nummer 84 auf Seite 36. 36. Seite 36... Laufende Nummer 84. So, und dann schreiben Sie, und da lese ich jetzt einfach vor. Ja, langsam, bitte. Ja,
vielleicht kann die ICE. Aber ich verstehe es nicht recht, nicht wahr? Das haben wir doch gehört. Nicht wahr? Die haben also bei den Preisen pro Kilometer haben die keine Mondpreise gemacht, die haben nicht drauf geschlafen, sondern sie entsprach vergleichbaren Preisen bei anderen Tunnels. So, ich will jetzt trotzdem mal vorlesen. Wo ist jetzt das Problem? Grundsätzlich, ja, wie Sie dann zu der Aussage kommen mit dem optimistisch. Grundsätzlich kann die Plausibilität des im Rahmen des Marktpreis- und Vergabeverfahrens ermittelten Ansatzes vor dem Hintergrund der anspruchsvollen Geologie in diesen Planfeststellungsabschnitten 1.2 und 1.6 von uns im Rahmen dieser gutachterlichen Stellungnahme nicht beurteilt werden. Verständlich, Wirtschaftsprüfer. Auf Basis des derzeitigen Erkenntnisstandes sind die Preisansätze als optimistisch anzusehen. Wie kommen Sie dann zu diesem Urteil, dass die Preisansätze optimistisch einzuschätzen sind? Das heißt ja, für mich übersetzt, tendenziell etwas zu niedrig. Nein, optimistisch heißt, dass der Preisansatz zu weit runtergesetzt wurde. Das heißt, wir sagen genau das Gleiche wie Sie, Herr Hickmann, dass das Abschmelzen der Preise des Planers bei 1,2 und 1,6, dass dieses aus unserer Sicht zu hoch vorgenommen wurde. Und deshalb sagen wir, an der Stelle hat die Bahn etwas zu optimistisch gerechnet. In welchem Umfange können wir nicht feststellen. Aber wir sind wie Sie an dieser Stelle der Auffassung, da hat man vielleicht, ich sage es jetzt mal ein bisschen lax, etwas zu viel des Guten getan. Das ist aber ein Großteil der Tunnel, die gebaut werden. Schön, aber wir reden hier im Augenblick nur, wenn ich darauf hinweisen darf, Herr Hickmann, nur über das Thema Ausbruch. Und die andere Frage, die wir eben schon diskutiert haben und die ich, glaube ich, auch sehr, sehr genau beantwortet habe, die ging um das Gesamtkonzept Rohbau. Und hier haben Sie einen kleinen Teil rausgegriffen, den Ausbruch. Herr Wölfle, darf da an der Stelle Ausbruch nochmal verstärkt nachfragen? Sie rechnen... Also Ausbruch, das sind doch diese Kubikmeter. Gestein raus aus dem Geröll und so weiter. So verstehe ich. Steine, ja. Ja, also die Steine raus. Da schreiben Sie, nicht Sie, dürfen wir... Darf Herr Wittke da kurz für Klarheit sorgen? Ja, wenn ich die Frage gestellt habe, schon. Okay. Was gibt's? Wo gibt's Ärger? Nein, da steht jetzt, diese noch nicht planfestgestellten Bereiche 1,2, 1,6. Gehen Sie von die reduzierten, nein, Entschuldigung, also die Planfeststellungsbereiche 1,2 und 1,6a. Gehen Sie davon aus, die reduzierten Einheitspreise, ich zitiere, liegen bei diesem Planfeststellungsabschnitt 1,2 um 49% und beim anderen um 43% unter den Preisansätzen der Planer. Das sind ja jetzt keine Peanuts. Bei welcher Ziffer sind Sie denn jetzt? Ich bin jetzt bei Seite 29, die Ziffer 59. Ja, das kann ja kein Mensch ahnen. Ja, wir waren ja bisher bei Seite 60. Ja, aber die gehört quasi dazu, weil es das gleiche Thema... Seite 29. Es ist die laufende Nummer 59, ganz unten auf der Seite 29. Ja, jetzt sind wir aber bei den Einsparpotenzialen. Wir waren doch vorher bei der Frage, was hat der laufende Kilometer ist abgeräumt. Oder wird er tatsächlich gekostet? Ist abgeräumt. Ja, jetzt kommen wir zu diesen Fragen, wie diese Einheitspreise zustande kommen, wenn er sagt, er hätte verglichen. Wir sind verwundert über diese starken Reduzierungen, wenn vorher die Aussage kam, die Preise sind verglichen, sie sind nachvollziehbar und plausibel. Das war die Aussage des Wirtschaftsprüfers. Okay. Herr Wölfle, habe ich verstanden. In diesem Falle müssen wir hier sozusagen jetzt differenziert antworten. Ich habe eben geantwortet auf die Textziffer 82. Das war das, was die PwC geschrieben hat. In diesem Falle hat die Märkische hier ihren Text und sie hat es anders formuliert. Und deshalb müsste man an dieser Stelle, wenn wir jetzt hingehen, sozusagen von jeder WP-Gesellschaft dann wirklich das eigene Statement einfordern. Darf ich mal die Frage stellen, ist es das, was Sie jetzt im Moment diskutieren, nach Ihrer Meinung, von erheblicher, relevanter Bedeutung für die Gesamtproblematik, nicht wahr, ob das jetzt 4,5
0,88 oder 4,23 oder 4,75 Euro insgesamt Kostenumfang ist bei dem Bahnhof. Ist es von Bedeutung? Ich frage die Wirtschaftsprüfer. Ist es von Bedeutung für die Gesamtkosten? Also wir sind bei dem Thema, wenn wir jetzt bei dem Thema Ausbruch mal bleiben. Wir hatten ja vorhin gesagt, bei den Einsparpotenzialen gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen der einzelnen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Bei dem Thema Ausbruch sind wir uns, glaube ich, einig, dass es insgesamt ein optimistischer Planungsansatz ist, den die Deutsche Bahn dort gewählt hat. Das ist hier in unterschiedlicher Form beschrieben worden, einmal von der Märkischen Revision, einmal vom PwC und einmal von SUSAT. Aber in diesem Fall kommen wir nun zum gleichen Ergebnis. Und das ist insgesamt unwesentlich. Schön, aber jetzt müssen wir die Sache ja noch mal genau auf den Punkt bringen. Welche Auswirkungen hat das, was Sie eben gehört haben, auf die Gesamtkalkulation? Herr Witteler sagte gerade, das ist unwesentlich. Das ist unwesentlich. Herr Stocker, begrüße den Ministerpräsidenten. Herzlich willkommen. So, Herr Stocker. Wir versuchen ja jetzt nun in vielen Anläufen mal uns daran zu tasten an die Frage, ob die Preise oder vor allen Dingen überhaupt das Einsparpotenzial, über das wir ja gerade diskutieren, ob das irgendwo realistisch ist. Ich zitiere jetzt einfach aus dem Text der Märkischen Revision. Das ist die Ziffer 65. Da heißt es unter anderem, die Preisanpassungen erreichen in den einzelnen Bereichen Größenordnungen, die in den wesentlichen Massenbereichen nahezu durchweg mehr als 30%, in Einzelfällen über 50% und bis zu 100% gegenüber den von den Planern angesetzten Preisen erreichen. Und es heißt weiter unten, unsere Frage nach Vorlage entsprechender Preisnachweise für die Preiseinschätzung der DB aus aktuellen Vorgaben in vergleichbaren anderen Projekten wurde von der DB mit Verweis auf die Vertraulichkeit der Daten und mit Hinweis darauf, dass dies im Einzelfall nicht mit den Verhältnissen der Planfeststellungsabschnitte bei Stuttgart 21 vergleichbar seien, abgelehnt. So viel einfach jetzt zu dieser Frage nochmal. Sind realistische Preise angenommen worden bei der Kalkulation? Ja, wer antwortet darauf? Herr Conradi, wollen Sie noch eine Zusatzfrage stellen? Ja. Können wir uns darauf verständigen, dass optimistisch heißt, nicht der Realität angemessen oder nicht realistisch? Optimistisch ist dann immer eine schöne Vokabel. Wir sind ja alle Optimisten. Aber optimistisch heißt hier, wenn die Wirtschaftsprüfer das so bemessen, dann sagen sie, das habt ihr zu günstig angenommen. In Wirklichkeit ist es schlechter. Ist es korrekt, wie ich hier erklärt habe? Ich glaube, da können wir zu sagen, letztendlich können wir nicht genau sagen, welcher Wert richtig oder falsch ist. Na gut, aber optimistisch ist wahrscheinlich zu günstig. Optimistisch ist auf der linken Seite des Trichters, den Herr Schäfer vorhin dargestellt hat. Nicht falsch, aber tendenziell sind die Risiken größer als die Chancen in dem Problem. Gut, Sie haben ja in Ihrem Trichterrechnung auch nur die Risiken und nicht die, nur die Chancen, nicht die Risiken ausgemessen. Aber jetzt nochmal zurück zu dem, was hier steht. Hier steht, dass die Bahn auf die Forderung. Da kommen wir noch dazu. Hier steht, dass die Bahn auf die Forderung von Herrn Grube, die von den Planern bisher festgelegten etwa 5 Milliarden Kosten, errechneten Kosten, runterzurechnen auf Einsparpotenziale und dass dabei gegenüber den Ansätzen der Planer, der Fachplaner, die ja nicht ganz blöd sind, die Ansätze. Wie bitte? Der steht nicht dabei, aber ich weiß, ja, er hat es. Nein, Herr Conradi, also wenn in der Diskussion, das müssen ist wir Ihnen schon korrekt ärgerlich. Bleiben. Das ist Ihnen offenbar ärgerlich, dass die Frage hier gestellt wird. Aber wir haben das ja selbst erlebt, dass die Kosten bei Ihnen bei 5 Milliarden waren und Ihr Chef Grube hat dann gesagt, jetzt müssen wir prüfen, wie wir das optimieren können und das und das und das sind die Maßstäbe und dann wird es runtergerechnet. Ja, da kommen wir ja gleich dazu. So, und jetzt sage ich, wenn Sie von den Angaben der Fachplaner hier um 43 und mehr Prozent runtergehen, wie können Sie denn das rechtfertigen? Haben die Fachplaner hier völlig wild drauf losgeplant? Sind das alles unzuverlässige Leute, dass die Bahn jetzt sagt, wir können da die und die Kosten runtersetzen? Das halte ich nicht nur für optimistisch, das halte ich für ziemlich gefährlich. Also darf ich jetzt noch mal Ordnung in diese Diskussion reinbringen. Wir haben uns zunächst unterhalten darüber, ob im Vergleich zu anderen Tunneln, bei denen die Festpreise, also die tatsächlichen Preise vorhanden sind,
die Kalkulation im Verhältnis zu vergleichbaren Tunnels beim Filtertunnel, oben oder untere Hälfte, ob die plausibel sind. Und da haben die gesagt, ja. Und dann habe ich noch die Frage gestellt, spielt die möglicherweise vorhandene Abweichung, weil das alles optimistisch gerechnet ist, wenn man eine mittlere Annahme nimmt, eine wesentliche Rolle für die Gesamtkosten? Da habe ich gehört, eine unwesentliche Rolle, habe ich gehört. Oder stimmt es? Also da wird genickt, jetzt können wir das auch mal abhaken, weil das ja ein wichtiger Punkt war. Die Frage, ob die Bahn die Tunnelkosten richtig berechnet hat oder zu günstig war, infolgedessen eben zu Beträgen kommt, nicht wahr, die im krassen Widerspruch zu dem stehen, was Sie sagen, nicht wahr, dass es eben im Wesentlichen doch wesentlich teurer ist, weil die falsch gerechnet haben. Wir haben uns jetzt mit den Preisen pro Kilometer, pro Tunnelkilometer beschäftigt. Da haben wir jetzt gehört, es hat eine unwesentliche Auswirkung. Jetzt sind wir bei der weiteren Diskussion, ob die Einsparpotenziale, nicht wahr, was für den Bauschutt oder wie das Ding heißt, nicht wahr, hier berechnet worden ist, ob das richtig berechnet worden ist als Einsparpotenzial. Ist das jetzt die Frage? Also gut, dann können wir uns doch mal der Frage zuwenden. Bitte, was meinen Sie, Herr Stocker? Der Herr Roggenbauch kommt gleich dran. Herr Roggenbauch, bitte. Ich würde vorschlagen, für die Diskussion jetzt, bevor wir uns jetzt in einzelnen Zitaten verlieren, dass wir doch wirklich mal die Folie, die wir heute Morgen von den Wirtschaftsprüfern gesehen haben, dass wir die vornehmen. Das ist die, dann können wir wirklich sehen, wo sind wir denn gerade? Sind wir jetzt bei den Kosten der Fachplaner Drees und Sommer? Da waren wir zuerst, sind wir jetzt bei den Einsparpotenzialen und dann machen wir die eigene Diskussion. Also wenn wir jetzt die Folie haben, wir haben jetzt gerade gelernt, dass die... Das schlage ich seit einer Viertelstunde vor. Ja, ich war das, was Seite 19 nehmen und ich bin davon nur abgehalten worden, ich war, weil hier der Fragenkatalog Priorität bekommen hat. Jetzt bleiben wir doch mal bei der Folie. Da will ich jetzt gerade weitermachen. Da steht nämlich alles drin. Ja, bitte schön. Wunderbar. So. Also, wir haben jetzt als erstes behandelt die 4 Milliarden Euro von Drees und Sommer, diese Zahl. Ist auf der Seite 19 ist genau. Das. Genau, die Zahl, die oben steht, das ist das Erste. Das haben die Fachplaner berechnet, da wurde dann die Behauptung aufgestellt, das ist alles wunderbar, das sind gute Leute, die haben das gut gemacht, die haben das nach besten Geschichten gemacht, abgerechnet, um das zu untermauern, und das ist jetzt das Entscheidende, Herr Geißler, um das zu untermauern, hat die DB Vergleichszahlen den Wirtschaftsprüfern gegeben. Sie hat sie nicht uns gegeben. Das heißt, wir können nicht nachvollziehen, ob die Zahlen, die sie pro Tunnelmeter den Wirtschaftsprüfern vorgelegt haben, der Realität entsprechen oder nicht. Wir haben gerade an der Folie von Fierig und Rössler gesehen, wie schwierig diese Diskussion ist. Deswegen finde ich das natürlich, also ich tue mich da sehr schwer. Die Wirtschaftsprüfer können selber, haben dann dazu gesagt, sie können nicht überprüfen, ob diese Zahlen, die sie Ihnen vorgelegt haben, der Realität entsprechen. Was Sie feststellen ist, dass die Zahlen, die Sie Ihnen vorgelegt haben, genau Ihren Lehrbüchern, Ihren Kennwerten entsprechen, was ja nicht verwunderlich sein dürfte, wenn Sie eine Planung machen. Das ist aber kein Indiz dafür, dass Sie die Strecken, die Tunnel, die Sie haben, wirklich an die Geologie, die wir hier vortreffen, angemessen haben, sondern sie spricht lediglich den Kennwerten Ihrer Lehrbücher. Das haben uns die Wirtschaftsprüfer, mehr haben Sie zum plausibel machen nicht. Wenn Sie diese Zahlen, die Sie vorlegen, dann akzeptieren, ist natürlich die Rechnung richtig. Das war das Grund. Dürfen wir mal die Wirtschaftsprüfer fragen, ob sie durch den Herrn Roggenbauch richtig interpretiert worden sind? Halb richtig interpretiert. Ich habe auch dazu gesagt, dass wir das aus zeitlichen Gründen nicht tiefer untersuchen konnten. Und ich bitte doch immer, dass man diese zeitliche Restriktion, der wir unterlagen, bei der Diskussion hier auch wirklich berücksichtigt. Das heißt, wir konnten in diesen anderthalb Wochen natürlich nicht hingehen und schauen, ob bei den uns als Referenzprojekten zugrunde gelegten Rohbauwerten, ob diese auch nach den gleichen Kriterien zum Beispiel zusammengesetzt wurden. Herr Wittke hat vorhin angesprochen, wie schwierig es ist, bei einem Tunnelbau herauszurechnen, was gehört jetzt zu welchem Kostenblock. Ja, wie komme ich zu dem Rohbau? Erstens und zweitens, das wurde hier auch schon mehrfach angesprochen, das Thema Geologie. Ja, auch das können wir natürlich nicht beurteilen, sondern wir können nur von dem Wert ausgehen, den man uns vorgelegt hat, weil wir es tiefergehend nicht untersuchen konnten, aus zeitlichen Gründen. Genau, das wollte ich sagen. Also das heißt, ja. Die 4 Milliarden von Drees und Sommer,
da war ich gerade, da hatten Sie mich unterbrochen, die 4 Milliarden von Drees und Sommer sind nach den Zahlen, die die Bahn AG den Wirtschaftsprüfern gegeben haben, plausibel. Das wundert mich natürlich nicht, ich hätte das genauso gemacht. Jetzt kommen wir aber zu einem entscheidenden weiteren Punkt. Das sind jetzt die Einsparpotenziale. Und da ist es deutlicher, weil da haben die Wirtschaftsprüfer eindeutigere Aussagen gemacht. Da muss man jetzt, und hat gerade stattgefunden an einzelnen Beispielen, das Grundfazit davon ausgehen, dass die Einsparpotenziale, die Sie dort erzielen, als optimistisch angesehen werden. Ja, das also, ist doch alles klar. So, jetzt, das ist alles klar. Da gehen wir jetzt doch mal zu den Einsparpotenzialen. Ja, da bin ich doch gerade, Herr Gasser. Im Einzelnen gehen wir die jetzt mal durch. Nicht, ob bei dem Ausbruch oder wie das heißt, nicht wahr? Das Spannende ist aber, Herr Geißler, lassen Sie mich noch den Satz sagen. Bei den Einsparungen muss man erstmal die Systematik diskutieren. Weil was hier eigentlich geschieht, und das ist das Entscheidende, man tut hier Chancen plötzlich bewerten und verrechnen. Und dazu, zu dem, ob das üblich ist oder nicht, wäre es vielleicht hilfreich, wenn der Herr Böttger mal was sagen würde, ob dieses Verfahren, wie es hier die Bahn macht, ob das eigentlich normal betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Zunächst hat der Herr Käfer das Wort. Der ist nämlich mehrfach angesprochen. Und wer soll dann was sagen? Okay, gut. Wenn es weiterführt, bitteschön. Also, was wir jetzt gerade festgehalten haben, Herr Rockenbauch, war, dass Drees und Sommer nicht angezweifelt wird. Und was wir ebenfalls... Bitte? Wir halten fest, dass sie nicht angezweifelt werden können, weil das geologische Fachwesen fehlt und die Zeit, um die Zahlen anzuzweifeln, mit der sie plausibel unterlegt haben. Also wir sind jetzt bei den Einsparpotenzialen. Herr Käfer, bitteschön, jetzt geben Sie eine Antwort. Das ist sehr schwierig in der Diskussion, eine Antwort zu geben, weil eigentlich überhaupt nichts in irgendeiner Form anerkannt wird, fix ist oder sonst was. Und den Tisch legen. Herr Rockenbauch, das haben wir getan. Bei den Wirtschaftsprüfern. Nein, nein, das hat man ausgemacht. Also dass wir die Tunnelkilometer, dass wir die nicht vorlegen. Das passt ins Bild, dass offensichtlich gar nichts fix ist. Und dass auch, ich weiß eigentlich gar nicht, worüber wir diskutieren sollen. Nochmal, die Planer haben etwas geplant. Wenn wir davon ausgehen, dass das, was die geplant haben, erstmal richtig geplant ist, dann konstatieren wir damit, Sie sagen, dass das nicht so ist, dann habe ich keine Basis mehr. Also dann, Herr Rockenbach, dann weiß ich nicht, wie wir diskutieren wollen. Können wir jetzt mal systematisch vorgehen? Es ist schwierig. Der Herr Wölfle und alle, nicht wahr, da sind wir uns einig, wir wenden uns wieder dieser Folie zu. Herr Geißler, ich möchte gerne Folgendes ausführen. Ja, bitte schön. Es hat hier eine Prüfung gegeben durch Wirtschaftsprüfer, durch drei beauftragte Unternehmen, die Vorgehensweise und auch überhaupt das Faktum, dass wir das so tun wollen, haben wir im Vorfeld der Schlichtung besprochen und haben es genau so beschlossen. Wenn diese Vorgehensweise jetzt angezweifelt wird, dann sage ich mal, verlassen wir unseren Prozess. So, mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, es ist eine Prüfung erfolgt, meines Erachtens mit einem relativ großen Tiefgang. Ich habe Ihnen das heute Morgen ausgeführt, was dort gelaufen ist. So, und dieser Tiefgang ist in jedem Fall anders anzusetzen, auch der Planungstiefgang anders anzusetzen, als das, was Herr Viereck dort vorbringt, wo er sagt, ja, meine Kosten sind ganz anders. Herr Viereck macht Folgendes. Er nimmt ein abgerechnetes Projekt in der Gesamtsumme. Dann macht er einen Prozentansatz, wie viel davon Rohbau sein könnte, weil er nämlich die exakten Zahlen nicht hat. Ja, das mag ja so sein. Auf jeden Fall weiß er sie nicht. Er macht also einen Ansatz, was die Rohbaukosten sein könnten. Und dann dividiert er durch die Meter und durch den Querschnitt und kommt damit auf Kosten pro Kubikmeter. Und wir haben das beispielsweise bei Nürnberg in Ingolstadt, München, nachdem wir das wussten, selber auch gemacht und nachgerechnet. Und der reale Wert ist etwas weniger als die Hälfte dessen, was der Viereck ausrechnet. So viel zu der Qualität und zu der Durchdringung der Kostenkalkulation von Herrn Viereck. Das bedeutet, was wir hier miteinander vergleichen, ist eine extrem detaillierte Rohbauplanung, mittlerweile nach der HOAI Phase 4 mit einer Kostenabschätzung, die durch nichts untermauert ist
sondern auf blanken Annahmen von Riesensummen beruht. Und da, meine Herren, bewegen wir uns in diesem Trichter noch nicht mal bei dem plus minus 30%, sondern bei plus minus 100%, wie der da eben gezeigt worden ist. Das bedeutet, wir vergleichen hier eine Ableitung, die in einem Bereich von plus minus 100% liegt, mit einer detaillierten Kalkulation, wo die Gutachter sagen, das liegt vielleicht noch in dem Bereich kleiner plus minus 10%. So, also, und damit kommen wir halt einfach zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also, meine Damen und Herren, so kommen wir nicht weiter. Das ist indiskutabel. Das können wir auch nicht machen, sondern wir orientieren uns jetzt hier an dieser Folie. Da haben wir den Punkt 1, Baukosten gemäß Entwurfsplanung der Fachplaner, das haben wir jetzt mal abgehakt. Jetzt kommt regionale Abstell- und Behandlungsanlagen. Da gehen die Deutsche Bahn und die Märkische Revision von derselben Zahl aus. Mit 44,1 Milliarden. Stimmt es? Wir wollten noch mal grundsätzlich was zu dieser Methodik sagen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt keinen Methodenstreit zwischen einzelnen Planungsbüros oder sonstigen Institutionen, sondern wir wollen jetzt hören, hat die Bahn falsch gerechnet? Nicht wahr? Hat der Kretschmann recht, wenn er sagt, das ganze Ding kostet 6 Milliarden? Oder hat die Bahn recht, wenn sie sagt, nicht wahr, es kostet maximal 4,5 Milliarden? In Wirklichkeit sagen die Prüfer, man landet nicht wahr, bei 4,3 Milliarden, da sind wir noch gar nicht dazugekommen. Wovon sollen wir ausgehen? Das ist das, was uns interessiert. Und kein Methodenstreit. Es kapiert kein Mensch, niemand, nicht wahr? Noch nicht mal hier im Raum, einige wenige. Also bitte deswegen jetzt auf die Frage, sind die Kosten einigermaßen richtig berechnet? Das stellt der Herr Kretschmann grundsätzlich in Frage, auch für den Bahnhof, Sie auch, mit den Gründen, die Sie genannt haben, aber vor allem, weil Sie ja sagen, die Einsparpotenziale sind nicht richtig berechnet. Also dann gehen wir jetzt doch mal zu dem Punkt. Nicht wahr, sind sie richtig berechnet oder falsch berechnet? Und da haben wir ja eine Liste gehabt, nicht wahr, bei den Einsparpotenzialen aus Markt- und Vergabeanalyse. Und da war eine Sonderfolie drin, wo das im Einzelnen aufgeführt worden ist, nicht wahr, worum es sich handelt. So, mit Zahlen und allem drum und dran. Und da kann man ja darüber mal debattieren, nicht wahr, ob das richtig ob die Voraussetzungen richtig sind, von der die Bahn ausgeht. Kann man die Folie mal haben? Ja, die, aber da gibt es doch, wir haben doch auch eine Folie gehabt, Einsparpotenziale aus Markt- und Vergabeanalyse. Bitte? Das sind die Grundstücke, die davor. Das war Optimierung. Ja. Optimierungspotenziale. Ja, zum Beispiel. Das ist doch Markt- und Vergabeanalyse. Herr Geißler? Geißler? Ja. Ja, Frau. Ja. Ich habe die ganze Zeit mich brav gemeldet. Ja, bitteschön, kommen Sie. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob diese Debatte, weil das haben ja auch die Wirtschaftsprüfer im Detail beantwortet und sind darauf eingegangen, ob es jetzt sehr viel bringt, das nochmal wieder aufzurollen. Ich finde die generelle Aussage, und da bitte ich darum, mir zu sagen, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe das bei dem wichtigen Punkt Einsparpotenziale. Da geht es darum, wie weit wird runtergerechnet von dem ursprünglichen Preis. Kommt man auf diese 4,088 Milliarden oder landen wir woanders? Habe ich die Wirtschaftsprüfer und deren Aussagen so verstanden, dass es eine Asymmetrie in der Gewichtung zwischen Chancen und Risiken gibt, wenn man runterrechnet, dass nämlich überwiegend die Chancen relativ konkret eingerechnet wurden, die Risiken, sagen wir mal, mehr oder weniger systematisch und unbenannt außen vor gelassen wurden? Punkt 1, also Risiken würden ja die Summe wieder hochbringen. Und Punkt 2 ist, dass dann auch noch innerhalb der Chancen, die eingerechnet wurden, die Wirtschaftsprüfer zu der Aussage kommen, die sind sehr optimistisch gerechnet. So, und das ist doch eigentlich der Kern der Sache an diesem Punkt der Aussagen der Wirtschaftsprüfer. Und das würde ich gerne auch von den Wirtschaftsprüfern nochmal bestätigt bekommen, oder liege ich falsch, hätte ich gerne eine Antwort zu. Jetzt sind, glaube ich, zweimal die Chancenbewertungen dort berücksichtigt worden in Ihrem Vortrag.
Ich komme noch mal zurück auf den Trichter des Kollegen. Wenn Sie sich den anschauen, ist es so, dass man in der Gesamtbewertung der zugrunde gelegten Einspar- und Optimierungspotenziale, um noch mal das Wort zu strapazieren, eher optimistisch ist. Dass wir aber insgesamt der Auffassung sind, da komme ich wieder zurück auf meinen Kollegen Witteler, der die Gesamtwürdigung vorgenommen hat, dass dabei der Gesamtfinanzierungsrahmen noch nicht übertroffen ist, das heißt noch ausreichend ist. Wenn wir, Herr Conradi, wir befinden uns hier zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Betrachtung. Wir sind Wirtschaftsprüfer und keine Hellseher. Das, was kommen wird, kann keiner von uns beurteilen. Und das wird auch keiner von uns beurteilen. Weder die Märkische Revision noch SUSAT noch PwC kann die Zukunft vorhersagen und kann vorhersagen, wie sich der Betonstahlpreis in den nächsten Jahren entwickelt wird. Aber nach dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse ist es so, dass man bei aller Wichtung von Chancen und Risiken dazu kommt, dass der Finanzierungsrahmen von 4,5 Milliarden ausreichend ist. Hinsichtlich der einzelnen Einspar- und Optimierungspotenziale kommen wir, die einzelnen Gutachter, durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen. Der eine sagt, das ist konservativ, der andere sagt, können wir nicht beurteilen oder ist doch eher optimistisch. Aber in der Gesamtwürdigung sagen alle drei, die 4,5 Milliarden sind noch ausreichend. Ich denke, wenn man das jetzt im Einzelnen diskutiert, wird man vielleicht auch ein bisschen zu sehr ins Detail gehen. Das versteht keiner mehr. Wobei man ergänzen muss, nicht wahr, dass die Märkische Revision eigentlich noch extra darauf hinweisen wollte, nicht wahr, dass man diese zusätzlichen Aufträge, die nach der Vergabe kommen können, dass man die eigentlich mit erwähnen sollte. Nun haben wir uns aber geeinigt, oder Sie haben sich geeinigt, nicht wahr, dass wir vom Ist-Zustand ausgehen, nicht wahr, und nicht mögliche zusätzliche Kosten, die in pro futuro entstehen, hier jedenfalls nicht erwähnen. Herr Geisler, das ist richtig, was Sie sagen, aber wir haben in unserer Gesamtwürdigung haben wir das Thema Nachträge ausdrücklich aufgenommen. Ja, wir sagen nur, wir können das genauso wenig bewerten wie die anderen hier in dieser Runde auch. Aber wir haben ausdrücklich darauf hingewiesen in der Gesamtwürdigung. Ja, das ist richtig.